Mein Name ist Christian, Spitzname Klinger. Ich bin 31 Jahre alt und ich behaupte für mich selbst, dass ich Streetlifter bin. Streetlifting ist für mich eine Kombination aus Powerlifting und Weighted Calisthenics Exercises. Ich mache also schwere Backsquats, Deadlift sowie Benchpress, kombiniere aber auch mit Muscle-Ups oder schweren Pull-Ups und Weighted Dips aus dem Calisthenics-Bereich. Im Pull-Bereich schaffe ich momentan 65 Kilo, One Rep Max, den Pull-Up. Im Push bin ich auf der Bank so bei 160 circa, ein Weighted Dip bei 105. Und wenn es um die Beine geht, da liebe ich halt Endurance-Sätze. Und da habe ich Ende letzten Jahres die 100 Kilo 51 Mal gebeugt. Diesen Sommer sollen auf jeden Fall die 75, vielleicht sogar die 100 Wiederholungen fallen. Mal schauen, also mir machen diese Endurance-Sätze unglaublich Spaß. Der eine ist stark im One-Rep-Max und der eine liebt halt diese Endurance-Sachen. Und durch diese Endurance-Sachen kam ich dann halt auch auf Strength Wars. Und mich hat schon immer fasziniert, diese Kombination von einer Push, einer Pull und einer Beinübung. Und dann habe ich die Videos halt gesehen im Strength Wars, mir das auf dem Handy angeschaut, habe es nachgemacht zu Hause im Garten. Ich trainiere immer zu Hause, habe dort meine Pull-Up-Racks, habe dort meinen Dipständer, alles drum und dran. Und und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich, glaube ich, relativ competitive bin mit diesen Strength Force-Geschichten. Ja, und so kam ich dann halt auch zu Strength Force. Und es war eine absolute Ehre, da ich da mitmachen durfte. Ich will jetzt nichts über den Ausgang erzählen, aber es war eine einmalige Geschichte und die war wunderschön. Ich bin jetzt, wie gesagt, schon 31 Jahre alt. Ich trainiere schon seit ich 17 bin. Ja, wie kann man sich auf Strength Force vorbereiten? Das ist schon schwer, da es ja 60 schwere Wiederholungen sind. Ich habe lange 5x5 trainiert und habe ans Ende dann immer 20 Wiederholungen eingebaut mit ca. 80% davon, von dieser Last. Dann hat man an diesem Tag aber trotzdem nur eins abgedeckt, Push, Pull oder halt Legs. Deswegen habe ich alle 1,5 Wochen, sage ich jetzt mal circa, 2 von diesen Komponenten kombiniert oder halt sogar alle 3. Problem ist dann halt nur, dass man fast für eine ganze Woche dann out of order ist, weil es schon sehr, sehr schwer ist. Zu Hause, aber im Garten trainiere ich super gern, dass ich jetzt mal sage, ich mache jetzt 20 Mal Pull-Ups mit 30 Kilo, so schnell es geht, trotzdem so gute Form noch wie möglich, dass es Strength Force konform ist. Oder ich gehe mal an die Bank, mache Benchpress 20 mal 100, so schnell wie es geht, direkt gefolgt von 20 mal 120 Backsquats. Das ist so mein Trainingsstil, ich mache das ganz gern. Ob ein Sinn dahinter steckt, weiß ich nicht, aber es macht unglaublich viel Spaß. Und das habe ich für mich entdeckt und das ist genau meins. Das komplette Battle konnte ich vorher nicht durchspielen, da ich die Disziplin erst 11 Tage zuvor erfahren habe. Ich konnte mir schon denken, in welche Richtung es geht. Habe dann auch 2 Komponenten jeweils immer kombiniert. Habe mich auch ganz gut gefühlt eigentlich immer bei diesen Kombinationen. Und für mich war eins klar, egal was ist, bei den Backsquats, egal was da drauf liegt, die will ich durchziehen, die Wiederholungen. Die will ich nicht absitzen. Und ja, vielleicht hat es ja wirklich geklappt, das seht ihr dann im Strength Force Video. Wow, das ist eine schwere Frage, wie sich Calisthenics auf meine Strength Force Vorbereitung ausgewirkt hat. Calisthenics hat ja auch statische Elemente zum Beispiel im Training, auf die ich gar nicht eingegangen bin in der Vorbereitung. Die habe ich komplett schleifen gelassen, kein Handstandtraining, keine Hangwaage, also Frontlever etc. pp. Das habe ich komplett schleifen gelassen. Ich habe die Muscle-Ups sogar rausgenommen. Ich habe mich auf schwere Wiederholungen habe ich mich vorbereitet. Und das kann man halt nur mit den Basics, mit Sets und mit Reps, mit dem schweren Gewicht. Und deswegen würde ich sagen, hat mir das sogar geholfen. Aber dann muss man schon den Fokus setzen auf Sets und Reps. Jasper, das ist eine gute Frage, ob ich nochmal bei Strength Force mitmachen darf. Das wäre eine Ehre für mich. Es war der absolute Mega-Wahnsinn und es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe Blut geleckt. Mich kann man verfolgen im Instagram,
dort unter Klinger-Streetlifting.